Moin moin und hallo. Heute zeige ich euch, wie man Waschlappen wäscht. Die Waschlappen bestehen aus Baumwolle, beziehungsweise viele Waschlappen heutzutage bestehen auch aus Mikrofasern. Wir werden sie zusammen mit unseren anderen Utensilien, die hier abgebildet sind, waschen. Die genaue Temperaturangabe entnehmt ihr bitte der Beschreibung. So, wenn unsere Trommel jetzt zu drei Viertel gefüllt ist, wie ihr seht, und alles ungefähr auch im gleichen Farbspektrum liegt, in unserem Fall ist das helle Buntwäsche. Helle Buntwäsche? Ist doch auch bunt. Guck mal, das ist hellblau, Okay. Dann ist es beige. Helle Buntwäsche, wie ihr seht, top. Können wir also die Luken schließen. Kommen wir zur richtigen Auswahl des Waschmittels. Wir nehmen ein Colorgel, weil wir haben ja helle Buntwäsche. So, zur Dosierung. Das steht auf der anderen Seite drauf. Ihr müsst erstmal rausfinden, was für ein Härtegrad euer Wasser gerade hat. Es gibt weich, mittel, hart und sehr hart. Das ist in zwei Kategorien aufgeteilt. Das könnt ihr bei euren Stadtwerken erfragen. Dann schaut ihr in dieses Register. Da steht die Menge, die ihr nutzen wollt. So, wir schauen. Wir haben weiches Waschmittel und ein Düppen oben ist 73 Milliliter. Das heißt, wir würden uns dort einfädeln. Das heißt, wir werden gleich für eine Verschlusskappe von diesem Gel benutzen, um die Wäsche sauber zu kriegen. Hebt also die Verschlusskappe ab und füllt einmal eine komplette Ladung herein. Seid dabei vorsichtig, dass nichts auf den Boden gerät, denn das Zeug ist ja nicht gerade billig. So, wo kommt das rein? An eurer Maschine auf der linken Seite ist so eine Schublade. Da schauen wir uns an, was da drin steht. Wir haben eine römische 1, eine römische 2. Die 1 steht für Vorwäsche, welche wir eigentlich gar nicht mehr benutzen. Nur bei super verschmutzter Wäsche solltet ihr mit Vorwäsche nutzen. Wir packen also unser Gel jetzt in das Teil Nummer 2 herein. Ihr könnt es alternativ natürlich auch direkt in die Wäschekammer schütten. Super. Okay, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch noch in der Mitte einen Weichspüler platzieren. Als Beispiel diesen hier. Das kippt ihr einfach da rein, dann wird eure Wäsche ein bisschen softer und saftiger. Da ist die Dosieranhaltung auch extra oder traumhaft, also macht auch nicht höher als die maximale Linie dann voll. Aber ihr könnt das auch weglassen. Das ist euch überlassen. Danach schließt ihr die Schublade und damit haben wir die Maschine befüllt. Achtet auch immer darauf, dass euer Wasserhahn geöffnet ist. Rechts ist zu, links ist auf. Also dreht immer nach links, damit eure Waschmaschine mit Wasser versorgt wird, weil ohne Wasser kein Waschen. Kommen wir zur Einstellung der Maschine. Erstmal schalten wir die Maschine an und dann werden wir hier drüben an dem Rädchen drehen. Wir wollen ja Koch- und Buntwäsche machen. Explizit Buntwäsche ist ja jetzt bei uns interessant. Wir setzen auf 60 Grad, damit auch eine ausreichende Reinigung gewährleistet ist. Und dadurch, dass es jetzt nicht so dreckig ist, unser Zeug, was wir da reingeballert haben, gehen wir sogar auf Schnellwäsche, denn Wäsche, denn dann sparen wir nämlich Wasser und natürlich Zeit, wie ihr seht. So, das war's. Schleuderanzahl 1200 Umdrehungen sind vollkommen ausreichend. Das heißt, wir können anfangen, drücken auf den Startknopf und es geht los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!